Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Zum allerersten Mal mache ich eine Top 10 Scotch Whiskey Video. Yay! Bisher habe ich einfach mal gesagt, dass ich Scotch so ein bisschen wegschiebe und wegschiebe und wegschiebe, bis ich merkte, ich komme nirgendwann an. Also nie. Und deshalb habe ich beschlossen, einmal die Woche tatsächlich einen Scotch zu verkosten. Immer samstags kommt diese Videos raus. Also über 50 verschiedene Scotchs habe ich zur Auswahl und deshalb habe ich meine Top 10 hier mit aufgeschrieben. Wir fangen einfach mit Nummer 10 an. Also ich habe ganz schön viele interessante Scotchs getestet dieses Jahr. Nummer 10, die Epicurin Glasgow Edition Cask Strength Scotch Whisky, Verkostung Nummer 752. Epicurin Lowland Whisky gefällt mir auch absolut gut, besonders diese Fassstärke war gut. War sogar sehr gut, meiner Meinung nach, hinein. Vielleicht, wenn ihr die Videos anschaust, werdet ihr merken, dass ich vielleicht nicht überall ein 1 gekriegt habe. Aber das ist das, wo ich im Nachhinein einfach die Dinge angeschaut habe und sagte, so möchte ich sie heute einfach mal auflisten, so möchte ich sie heute einfach mal ranken. Nummer 9, ein Kleinlisch. Kleinlisch ist so gut. Das war von ein Murray McDavid, eine 15 Jahre alte mit Paulack-Finish, Verkostung Nummer 866. Das Zeug war göttlich. Ich habe mich so verliebt. Also Cleanlish ist sowieso eine Destillerie, die ich absolut gern habe. Und mit einem Rotwein-Finish war der absolut toll. Und sowieso 15 Jahre alt. Nummer 8, eine Überraschung für mich, aber auch nicht. Glenfiddich, Small Batch, 18 Jahre alt. Einfach für mich ein Standard. Boom. Das muss absolut für 18 Jahre alt, ist der genau da, wo ich es gerne haben möchte. Lecker, 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 super. Nicht der beste 18er der Welt, aber der beste 18 Jahre alte Whisky, den ich dieses Jahr vor der Kamera verkostet habe. Darum ist mein Ausschlusskriterium. Ich muss das vor der Kamera verkostet haben. So, Nummer 7, Glenlivet Private Edition 2000, Private Edition Nummer 2 hier von The Whisky Botschaft, The Beast mit 66,6%. Wow, war der gut. Whisky Verkostung Nummer 876. Also, muss ich schon sagen, der super Tim, also eine super Tim. Tim, also eine super schöne Sache. Private Edition Fahrstärke Glenlivet. Wow, danke nochmal, dass ich das verkosten durfte. Für mich der Schnäppchen des Jahres, sage ich einfach mal hier, war ein Warthead. Das ist jetzt ein Teaspoon Whisky. Eine 21 Jahre alte Glenfiddich. Das ist hier von Tom aus Annan-na-Hall, Alba. Das war Whisky-Verkostung 763 und das Zeug war so gut, weil ich durch eine Flaschen, eine Fassteilung schon, ich glaube, 4 oder 5 Flaschen gekriegt habe und ich habe die Hälfte bezahlt von dem, was im Laden noch war. Super, super, super tolle Sache, ein Glenfiddich, Fassstärke, 21 Jahre alt. So was von gut, wow. Also Nummer 5, auch die Überraschung des Jahres, The Macallan Edition Number 4. Also nur 48,4%, aber Videoverkostung Nummer 87, echt tierisch lecker. Ich durfte als eine der allerersten auch online das verkosten, das ist auch interessant, habe ich auch auf Englisch gemacht. Wir in Deutschland haben es ziemlich schnell gekriegt durch whisky.de und dann verschwand es und dann kam es ein paar Wochen wieder. Aber der Preis war ganz schön gesalzen damals, das wurde ein bisschen billiger, aber der ist gut, der ist richtig gut. Platz Nummer 4, ein Bunahabin, endlich, der 2003, 2017, Pedro Ximenez, Upfinish, gut. Also an Nummer 841 diese Video dazu, sowas vom lecker, wow. Also, Nummer 3, ihr merkt, das sind gute Sachen jetzt hier. Nummer 3, ein Glengoyne Teapot Dram Batch Nummer 6. Also Roy dort vom Aquavita, ich muss mich bei dir bedanken, dass du so davon geschwärmt hast. Ich habe mir eine Flasche mitbesorgt hier in Deutschland. Wow.
Was ich gemacht habe, war ich einfach das zu Weihnachten hier gekriegt habe. Einige meiner YouTube-Kollegen haben ein kleines Päckettchen oder einen Maxi-Brief von mir bekommen zu am Neujahr. Ich habe es kurz vor Weihnachten weggeschickt und die dürfen es auch verkosten. Und vielleicht gibt es viele, viele Videos hier vom Glengoyne Teapot Drams denn da, damit in Deutschland der Bedarf so groß wird, dass man auch hier das gar nicht mehr bekommen kann. Denn es gibt es nur bei Distillery Only oder auch online zu besorgen. Nummer 9, leider ein Single Cask. Ein Aberlauer 9 Jahre alte Single Cask von Best Dram. Mike Müller, du hast da eine wunderschöne, exzellente Whisky für mich rausgesucht. Lecker ohne Ende. Leider hat Mike Müller bei Best Dram aufgehört. Er hat seine eigene neue Tasting-Sache denn da gemacht. Aber ich finde die Sachen von Best Dram immer noch lecker, lecker, lecker. Und eine 9 Jahre alte Fassstärke vom Abelor. Ich war auf der Whisky-Verkostung denn da von Marco Bonn dort bei der Brühler Whisky House. Und das war mein Whisky des Abends. Absolut für mich eine Offenbarung. Und das erste und beste Whisky des Jahres für mich vor der Kamera war eine 25 Jahre alte Glendronach. Das war ein Sherryfass 662, also 1993 denn dort tatsächlich abgefüllt, also destilliert. Also das war verkostet nochmal 813, also zwei solche Hammerdinger vom Glen. Andronach habe ich im Glas dieses Jahr gehabt vor der Kamera. Wahnsinn! Merkt ihr eine gewisse Regelmäßigkeit hier? Platz 4, PX, Platz 3, Sherry, Platz 2, Sherry, Platz 1, Sherry. Ja. Wer mich kennt, der ist nicht davon hier sehr überrascht, was ich gerne habe. Auch das ist vielleicht wichtig, denn wenn ihr meine Videos anschaut, wenn ihr ein ähnliches Verkostungsprofil habt, wenn ihr ein ähnliches einfach mal Beuteschema habt, dann könnt ihr darauf verlassen, dass das, was mir schmeckt, euch schmecken wird. Und was mir nicht schmeckt, kann euch möglicherweise auch nicht schmecken. Und das kann viel Geld sparen. Allerdings, wenn ihr merkt, nein, das wäre nie im Leben meine Top 10 gewesen, dann merkt ihr, dass ihr eine ganz andere Geschmacksprofil habt. Und das ist gut, wenn wir einfach uns unterscheiden und stehen lassen und sagen, gut, ist anders und das ist okay. Meine Frage des Tages ist, welches Scotch Whisky war bei euch Nummer 1 dieses Jahr? Was war euer bestes Single Malt Scotch Whisky, die ihr 2018 hatte? Schreibt es bitte hin. Bei mir war es ein Glendronach, 25 Jahre alt. Bei mir war es ein Abelor, 9 Jahre alt. Bei mir war es ein Glengoyne, irgendwas zwischen 6 und 8 Jahre alt auch. Und bei mir war es in Buna Harbin, denn dort 14 Jahre alt. Also bei mir, bis auf der 25 Jahre alt, ist der Alter nicht ganz so entscheidend. Entscheidend ist Fassstärke oft. Entscheidend ist dann viel, viel Sherry-Einfluss. Das ist das, was ich liebe. Okay, bitte, bitte, wenn ihr dürft und könnt, bitte schaut mal meine Tops und Flops über Bourbons an. 2018, meine Tops und Flops über Irish. Meine Flops vom schottischen Whiskys könnt ihr auch anschauen. Und auch meine Welt-Whiskys, Tops und Flops. Also 80 verschiedene Whiskys habe ich bewertet von meinen 400 plus Bewertungen, die es dieses Jahr gab. Habe sie ein bisschen aufgeteilt und gerankt. Also vielen, vielen Dank, dass ihr mitgeschaut habt. Und alles Gute dann für 2018. Bis dahin, ciao.